herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu dieser neuen Ausgabe von Spiel doch mal unterwegs. Dieses Wochenende sind wir für euch nach Südhessen gereist, denn hier findet im Darmstadtium Darmstadt spielt statt. Und was hier so alles los ist und was hier so zu entdecken gibt, das haben wir für euch einmal angeschaut. Mit ca. 5000 Besuchern ist Darmstadt spielt eines der größten Spielefeste in Hessen. Seit 21 Jahren sind Spielefans aller Altersstufen hier eingeladen, ihrem Hobby zu frönen. Mit dem Darmstadtium im Herzen von Darmstadt haben die Verantwortlichen, der Bund der Deutschen Katholischen Jugend und der Spielekreis Darmstadt nicht nur eine schöne Location, sondern auch einen starken Kooperationspartner gefunden. Michael Blumöhr vom Spielekreis hatte mit solch einer Entwicklung nicht gerechnet. Ja, es ist eigentlich immer größer geworden. Also der Charakter, der Kern der Veranstaltung ist von Anfang an eigentlich gleich geblieben. Das zentrale Element ist eine kostenlose Spieleausleihe, sodass die Besucher Spiele ausleihen können und ausprobieren können. Am Anfang war das viel kleiner, da kamen 200 Leute, es war ein viel kleineres Gebäude, viel kleinerer Raum. Wir hatten auch nicht so Spieleverlage da. Was wir heute haben, wir haben 30 Aussteller hier von verschiedenen Verlagen. Ja, und das ist dann im Laufe der Zeit immer größer geworden. Viele Verlage waren vor Ort und stellten an einigen Ständen ihre Spiele vor. Hier konnte man sich auch wieder direkt die Neuheiten erklären lassen. Beim Bring and Buy Flohmarkt konnte man auch nach älteren Programmen und Klassikern Ausschau halten. Ein besonderer Service: Die Besucher bringen Spiele mit, die sie verkaufen möchten, und für eine kleine Gebühr erledigt Darmstadt spielt den Verkauf hier zentral. Fündig wurden hier einige. Neben Spielen werden bei Darmstadt spielt auch Workshops mit passender Thematik angeboten. Ja, auch das Workshop-Angebot ist von 3 bis 99 konzipiert, so wie die Veranstaltung hier mit den Spielen auch. Es gibt für die Kleinen Kinderturnen, sage ich mal, dass die mal ein bisschen Bewegung haben. So einen ganzen Tag am Tisch spielen ist doch ein bisschen hart für die Kleinen. Das gibt es. Dann gibt es auch für Erzieher und Pädagogen einfach spielpädagogische Workshops. Es gibt was zum Singen und zum Tanzen. Liedermacher machen Mitmachkonzerte hier. Also es ist wirklich eine breite Palette. Bei über 30 angebotenen Workshops war wirklich für jeden was dabei. Vor allem für Kinder gab es ein abwechslungsreiches Angebot. Aber auch lehrreiche Workshops mit Schulungscharakter waren im Portfolio vertreten. Ein besonderes Highlight war das Catan Big Game Event. Hierbei spielt eine große Runde gemeinsam eine Partie Catan. Bei der Spiel 2015 in Essen wurde der aktuelle Rekord geknackt und auf 1040 angehoben. In Darmstadt gab man sich schon mit 100 zufrieden. Das ist aber völlig in Ordnung. Beim Spielen steht schließlich der Spaß im Mittelpunkt. Hinter mir wird jetzt noch fleißig gespielt, bevor ein ereignisreiches Spielewochenende zu Ende geht. All diejenigen, die dieses Jahr nicht hier sein konnten, können beruhigt sein, denn nächstes Jahr wird es sicherlich wieder ein Darmstadt-Spiel geben. Bis dahin wünschen wir euch auch in den heimischen Wohnzimmern natürlich weiterhin viel Spaß beim Spielen und hoffen, ihr schaltet wieder ein, wenn es heißt Spiel doch mal.